Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Rouge. Ja, gut. Beim letzten Mal sind wir hier auf die Insel. Jetzt sollen wir die Morrigan erreichen. Was auch immer. Irgendwie ist das so ein Gebiet für die Assassinen hier. Und, ja. Was haben wir denn hier eigentlich noch zum Gucken? Naja. Fortschritt benötigt. Ui. Naja, dann würde ich sagen, machen wir das mal jetzt schon. Ganz schnell darunter gleich. Ups. Achso. Jo, das wollte ich nicht, aber gut. Wer bist du? Was willst du? Stirb. Arschloch. Hat mich einfach geschubst. Oh, ich habe ihn getötet dafür. Okay, da gibt es die Money wieder. Anbohren. Oh. Ah, ja. Okay. Dann schlaf mal erstmal. Ich will mal was gucken erstmal. Bevor wir weitermachen. Welcome. Do come in. Baby. Fracht verkaufen. Na gut, das sind die wir brauchen. Das ist das. Das können wir uns zumindest leisten. Pistolen. Wow. Gleich wieder viel zu teuer. Das haben wir. Würde ich auch machen mal. Oder wir sparen noch. Wir sparen noch. I'm your most days, should you return? Naja. Wird halt gespart erstmal noch ein bisschen. Und dann gucken wir mal. Hopp. Komm, du kommst auf das Steuer! Mit ein bisschen Glück führt uns das Schiff direkt zu ihm. Die Lieferung aushändigen. Irgendwo da ins Gebiet. Alles klar. Ich mache mir mein Glück, Liam. Und Washingtons geht zu Ende. Setz die Großsegel, halbe Segel! Binde sie schnell zusammen! Stellt die Segel in den Wind! Aha. Treib gut! Ja, treib gut! Irgendwo kann hier. Bereit sein, Captain. Ja. Ei. Sie kommen uns da, nach, ist Sir. Es! Fregatte, Sir! Also, ja, Männer, Zeit, ruhig Sir. Zu sein. Lawrence Washington ist ein mächtiger Geschäftsmann, Sklavenhalter und hoher Templer. Letztes Jahr haben wir seine Spur verloren. Ach, wir dürfen nicht entdeckt werden. Sehr schön. Gut zu wissen. Irgendwas kriege ich hier machen. Naja. Ei. Da ist es. Also, Männer. Ach, das ist das Schiff. Irgendein Zeug im Wasser, Lawrence Washington, Sir, ist ein mächtiger Geschäftsmann, Sklavenhalter und hoher Templer. Letztes Jahr haben wir seine Spur verloren. Ich habe erfahren, dass er in Barbados war, konnte das aber nicht bestätigen. Jetzt. Jetzt glaubt ihr, er hat etwas mit dem Raub der Artefakte zu tun, nicht wahr? Ich traue es ihm zu. Haiti ist nicht weit von Barbados und seine Rückkehr in die Kolonien überschneidet sich mit der Ankunft der Artefakte. Wir können den Templern die Kolonie nicht überlassen. Es liegt jetzt ganz allein bei uns, was auch geschieht. Lawrence Washington muss sterben. Okay. Ich werde dafür sorgen. Nein, lies mich nicht.
Eine Blockade, Captain! Das wird nichts. Shay, ihr müsst dem Schiff an Land folgen. Das werde ich. Segelt ihr mit der Morrigan außenrum? Ei, Captain. Folgt mir also wie immer. Und findet Washington. Warm und Marschsegel! Topsegel reffen! Anker setzen! Eine Blockade. Ui. Und denkt an meine Worte, Shay. Washington muss sterben. Ja, ist ja gut. Okay, da komme ich nicht hoch. Die Lieferung zu Fuß beschatten. Aha. Hopp. Und dann wahrscheinlich wieder gucken, dass wir nicht erwischt werden. Irgendwie. Was sowieso wieder passieren wird wahrscheinlich. Okay. Ob der da gleich an Land geht? Scheinbar nicht. Oh, ey. Wow. Das war wieder klar, ey. Das Paket plündern. Okay. Ei. Also Schiff. Oh. Komm rein. Okay, der hat's nicht gehört. Der hört das nicht. Ich will sie jetzt mal erledigen. Nee, das geht halt echt nicht so weit. Na, na. Lass mal so, dass man uns nicht sieht. Sperrgebiet. Mir doch egal. Wenn grünes Wasser einfach hier ist. Okay. Und es heißt ja Paket plündern. Aber es heißt ja nicht die Leute am Leben lassen, oder? Ich bin auch immer gemein. Wir müssen ja eh das Paket plündern, deswegen. Ist das unterdeckt, das Paket, oder wie ist das? Das ist halt so die Frage. Hallo? Da war nix. Okay, der hat sich gesehen. Der war schnell weg. Ach man. Nein. Dieser Sack da eben.
Okay. Mann. Stand still. I'll have your scum. Yep. Okay, war ich nicht. Das war ich nicht. I have better things to do with my time. Stop where you stand. Naja, machen wir das so. Okay. Meins. Oh, was ist das? Ein Gewehr? Ihr da! Halt! Wohin wollt ihr? Wie kann das sein? Man hört gar nichts. Vielen Dank, Master. Master Washington. Luftgewehr. Das Luftgewehr ist eine wirkungsvolle, lautlose Schusswaffe, mit der Schlafbombe, Säckerfalle sowie Granaten und Knallköpfe verschossen werden können. Falle und Granaten können in Gemischtwarenläden gekauft und aus dem Inventar heraus hergestellt werden. Okay. Welch seltsame Überraschung. Das hatte ich nicht erwartet. Jetzt muss ich mit dem Luftgewehr rasen und ihn befragen. Sterb. Das wäre dann das hier. Da hinten müssen wir hin. Okay. War keine Wachen. Jetzt sind hier mit einmal echt keine Wachen mehr. Wir sind da vorne. Irgendwo. Oder da. Können sich ruhig abschießen oder töten. Bam. Das ist immer spaßig, wenn die sich gegenseitig abschießen. Was ist eigentlich? Achso. Der verrückt eh gleich selber. Und tschüss. Tot ist er. Erstmal plündern. Schlafpfeile. Berserkerpfeile. Kriege ich ihn von hier? Ja. Blaue Schlafpfeile. Und das Ding wollte ich nicht. Müssen dann da. Da. Naja. So haben wir das erledigt. Muss mal ganz kurz was gucken. Also gar nichts gucken. Darüber synchronisieren.
Adlerauge, um den Feind zu finden. Ja, mache ich gleich. Erstmal möchte ich Gebiete forschen. Ganze Feinde. Können Sie sich selbst abschlachten? Ja. Ich darf mich nicht entdecken lassen. Ich will aber kein Attentat machen. Ah ja. Dein Ernst? Kann ich jetzt nicht schießen, so wie eben? Lalala. Lalala. Warum ging das eben nicht? Ich muss zuerst zu Washington. Anschließend kommen die Artefakte. Okay. Gott, Gott, Hess. Ja. Bruder, gehört ihr nicht eigentlich ins Bett? Geht schon, George. Vertretet mich als Gastgeber. Geht in den Keller und holt einen guten Tropfen für die Gäste. Gerne. Gentlemen? Mein Bruder ist ein Lichtblick in diesem Land. Eine Bitte habe ich, bevor ich aus dem Leben scheide. Bitte lasst ihn in Frieden. Er sollte mit den Wirren des Templerordens nichts zu tun haben. Wir respektieren eure Meinung, Sir. Ich danke euch dafür, Gentlemen. Master Smith, seid ihr bereit für eure Reise? Aye, Sir. Ich werde mit Antworten zurückkommen. Master Wardrop, kennt ihr auch den Inhalt des Manuskriptes? Ja, Sir. Und bald auch seine Bedeutung. Dann brechet sofort auf. Washington kann sich kaum auf den Beinen halten. Hoffentlich habt ihr mit ihm recht, Liam. Ah, ja. Denn ich töte hier einen sterbenden Mann. Seht mich nicht. So. Erstmal schlafen lassen. Nein. Na komm her. Dann töten wir dich mal jetzt. Ihr seid zu spät, Assassine. Es ist nie zu spät, Templerpläne zu vereiteln, Master Washington. Aber meine Pläne sind schon im Gange.
euch hierher zu locken, verschaffte meinen Bundesgenossen Zeit zur Flucht. Ich danke euch, dass ihr mir ein schnelles Ende gewährt. Und ich euch für das Offenlegen eurer Pläne, hinterhältige Schlange. Rauchbomben. Gott verdammt, ich muss eilen. Ich hoffe, du bist mit dem Schiff da. Die Morgien erreichten. Ist das ein Schiffsmörser? Das gehört sich nicht. Muss schnell machen. Ja, Schiffsmörser. Ja. Tschüss. Yes. Just try it, you bastard. Idioten, ey. Clear shot. Was machen die da? Das Schiff geht kaputt. Autsch. Ich bin da. Wer noch? Ich mach doch gar nichts. Weg hier. Bevor wir platt gemacht werden. Raus aus der Böe! Aus den Gebieten kommen. Sie feuern, Sir! Wir sind gleich K.O. Feuer! Ja, sollen sie doch. Feuer! Wir müssen ja hier nur weg. Nein, ihr kriegt mich nicht. Boah, das war echt knapp. Verdammt knapp. Anonym werden. Washington ist tot. Ihr wirkt enttäuscht. So Ach. Krank wie der Mann aussah, wäre er in einem Monat ohnehin gestorben. Zwei andere Templer sind entkommen. Sie wissen von Manuskript und Schatulle. Haben Sie die Artefakte? Ich weiß nicht. Vielleicht. Sicher bin ich nicht. Dann handeltet ihr im Sinne der Bruderschaft. Wir suchen die Objekte später. Freut euch, Shay. Selten konnten wir die Templer in solch Unordnung stürzen. Vielleicht. Aber Washingtons Worten zufolge hört es sich nicht nach einem großen Verlust für sie an. Nun, das sollt ihr glauben. Okay, geschafft. Washington im Schutz der Menge töten. Haben wir gar nicht gemacht eigentlich. Naja, ist ja egal. Glückliche Zeit. Erfolg. Die Erinnerung scheint fragmentiert. Wie viel Zeit ist vergangen? Ein paar Monate. Der Virus stört den Zugriff auf ganze Erinnerungen. Sie sind völlig durcheinander. Der siebenjährige Krieg wird sehr bald ausbrechen. Achtet auf die Einmischung der Assassinen. Das werden wir. Nicht wahr, Strohkopf? Irgendein Zeug im Wasser! Es ist so düster über der Heimstatt, da Miss Abigail und Connor von uns gegangen sind. Ei, ich sah Achilles weinen. Warum auch nicht? Er sieht... nicht traurig aus. Er sieht wütend aus. Verwirrend. Er kämpft um den Verlust. So wie wir. Ich weiß. Das ist Monate her. Und wir suchen nach einem verfluchten Manuskript und einer Schatulle. Der Chasseur hat eine Spur zur Schatulle. Wir treffen Chevalier und ihn in St. John's. Chevalier auch? Das erheitert mein Gemüt nicht gerade. Zack. Und tschüss. Als Achilles sagte, der Besitzer der Artefakte habe Zugang zu Orten großer Macht, was meinte er? Ich weiß nicht, ob ich es selbst verstehe, Shay. Ich sprach lange mit Adawale darüber. Er glaubt, die Vorläufer-Schatulle erzeugt
Nun, Wörter oder Bilder. Eine Laterna Magica? Was meint ihr? Die magische Laterne, die Vater Connolly einst in der Kirche aufgestellt hat. Im Innern war eine Kerze, glaube ich. Vorne steckte eine kleine Glasplatte. Dann wurden helle Bilder an die Wand geworfen, wie römische Kathedralen. So nah, als wären sie echt. Ah ja, ich denke schon. Nur, dass sie auch die seltsame Sprache des Manuskripts übersetzt. Wäre auf der Platte ein Spruch in Latein, erschien er in Englisch. Wie ist das möglich? Wer weiß. Ich fürchte, wir werden niemals verstehen, wie die Edensplitter funktionieren. Wo in der Welt gibt es die hübschesten Mädchen? Das hängt davon ab, was ihr unter Schönheit versteht. Eine Maid von Korfu unterscheidet sich von einer aus Oslo wie Tag und Nacht, aber schön sind beide. Seht ihr, Ansichten wie diese verleihen einem Mann den Ruf von Weisheit. Ja, danke. Ich hätte Havanna gesagt. Die Mädels dort haben üppige Hintern und Busen und scheuen sich nicht, sie jedermann zu zeigen. Aber nichts übertrifft die Damen unserer Heimat. Ich nehme an. In Galway gibt es die hübschesten. Schön und bescheiden. Immer bereit, dir einen Penny zu leihen. Für ein Ale. Sag bloß. Und dann die Frauenzimmer, die ich in Lissabon traf. Für das Kloster bestimmt waren sie. Schwarzäugig und immer frohgemut. Könnte ich doch Portugiesisch. Nicht, dass wir des Nachts viel geredet hätten. Solche Ansichten geben einem Mann ein ganz anderes Renommee. Wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Da hinten, okay. Ja, wir gehen da mal noch hin. Obwohl. Ich würde sagen, dann beende ich hier die Aufnahme und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed Rogue. Bis dann. Ciao, ciao.